Ich bin mal gespannt, wer hier als erstes stirbt. Ja, wohl weh. Ah, ich sag sogar Domme. Wie ist er eigentlich? Wurde schon mal erwähnt, wie der heißt, oder? In seinen Aufnahmen? Weiß ich gar nicht. Doch, ich habe ihn irgendwann mal so angesprochen, das weiß ich. Okay. Nicht, dass ich ihn jetzt hier unbewusst hier enthülle, seinen Namen. Oh, hat Dirt fertig. Neuer Dirt aufgesetzt. Ja, pack's mal in die Kiste, ne? Mach das. Was kann man denn noch so feines bauen? Was nützlich ist. Warte mal, es gab doch auch von. Wie heißt der nochmal? Bibiocraft? Genau, Potion Shelf. Ah, okay, vergiss es. Braucht man eine Glasflasche, kommen wir da nicht ran. Ja. Aber was ich jetzt mal mache. Hier so eine schöne. Ich komme sofort wieder, ich mache eben die Jalousie ein bisschen runter, irgendwie bleibt das gerade. Ja, das ist gerade ein bisschen sehr doof. Ach, wieder da. Jo, Baby. Haben wir hier mal gerade ein paar Türen gemacht, ne? Ja. Machen wir nochmal ein bisschen hier. Ich bin hier mal gespannt, wie Domme bauen wird. Ob er wieder klein baut. Muss er ja erstmal. So, gleich kommt das. Gucken, was dabei rauskommt. Und gleich kommt er vorbei. Könnt ihr mit euch auch nochmal umziehen? Wir haben wenig Platz zum Bauen. Gut. Wir müssen jetzt aber auch schon mal. Ich nehme hier nochmal was Holz und mache schon mal ein bisschen Ebene. Ja. Ich glaube, schön bauen muss man hier nicht, oder? Nee, wäre nützlich. Ja. Wäre schon vorteilhaft. Ja. So, jetzt bitte Server bitte nicht laggen. Dauert aber noch ein bisschen, bis der Baum durch ist. Oh ja. Ich glaube, ich setze da nochmal. Ich habe noch zwei Silkwürmer gefunden. Ich glaube, ich setze mal ein paar mehr bei. Da wäre es was passiert. Gerade fast runtergefallen. Ja. Da. So. War so ziemlich weit oben nochmal zwei dazu gesetzt. Gut. Oh, können auch schon mal hier die Weißen abernten, dass wir schon mal weiterkommen. Mache ich dann schon mal. Oh, da ist was ein Crow? Ja, da war noch einer in der Truhe. Ich war dann schon mal so weit, dass wir dann schon mal das Sieb an das Sieb kommen. So, und das ist auch schon. Oh, jetzt hab ich mal kaputt gemacht. Und da ist oh. Mein. Ah, hatte mir genau auf den Baum schon gelegt. Ja, ich denke doch immer an dich. So, wir brauchen jetzt noch ein Oak Sieb. Da ist relativ günstig, ja. Wenn Shift rechtsklick dann praktisch klappen würde. Und ich die Sticks nicht vergessen würde. Und wir haben ein Oak Sieve. So, das platzieren wir dann mal dahin. Und die nächste Quest sollte damit erfüllt. Und zwar kommt jetzt noch die nächste Quest, und zwar. Wir brauchen Steine, um weiterzukommen. Und wie bekommen wir Steine? Wir müssen Erde sieben. Ich nehme jetzt mal so einen Stein raus, also einen Erdblock raus.
gehe an Sieb und rechts klicken. So, da bekommen wir Stone. Das ist wieder unsere Erde. Die haben wir so mühevoll erarbeitet. So. Wir bekommen hier so ganz kleine Stones raus und haben gerade auch schon einen Rubber Tree Seed bekommen. Push mal hier rein. Ui. Diese Stones, aus vier davon, kriegt man einen Cobblestone. Das heißt, wir brauchen nochmal Erde. Und 7. So, jetzt haben wir 6. Das heißt, wir kriegen einen Cobblestone. Und jetzt sollte die Quest aber fertig sein. Jawohl. Und wir bekommen schon direkt Seeds. Können wir uns aussuchen. Schön. Entweder Sugarcane, Cotton, Karotten oder Seeds. Auf jeden Fall Karotten. Ich nehme auf jeden Fall schon mal die Karotten. Sugarcane oder was soll ich dann nehmen? Ja, nimm du mal Sugarcane. Da können wir auch schon mal für die Sammelschnell-Quest. Hier, den Bookbinder. Wobei, warum für Sugarcane nicht Sand? Nee, die wachsen da meine ich auch auf Erde. Oh, das werde ich jetzt rausfinden. So. Ja, tun sie auch. Ich dachte immer, die wachsen auf Sand. Nee, nee. Naja. Und Karotten. So, da nehme ich jetzt aber nochmal ein bisschen Bogenmehl, dass wir schon mal so was an Nahrung haben. So, wir haben jetzt auch hier eine verzauberte Axt mit Bane auf Arthropods 5. Binden können uns nichts mehr. Auf jeden Fall. So, 26 Karotten. Ich esse dann schon mal wieder was. Voll werden. Ich würde sagen, den können wir jetzt aber langsam mal hier bearbeiten, ne? Den kannst du unten schon mal abrasieren. Vorher pflanze ich hier nochmal die restlichen Karotten an. Oh, jetzt habe ich Putte gemacht. Oh. So, wir können auch schon wieder ein Herz machen. Gut. Du hast ja noch. Hast du deinen Quarter auf Fahrrad noch? Hm? Dein Viertelherz hast du? Warte. Gut. Liegt drin. Warte, danke. Ich zeige es dann das einmal. Ja ganz das legen wir ja zusammen und wir bekommen ein Full Heart. Willst du es haben oder soll ich es nehmen? Nimm du es. Gut. Bing. Wir haben jetzt 7 Leben. So, jetzt geht's aber schon direkt weiter mit den. Ja, zusammengerechnet. Ja, ja. Passt ja, das ist ja gut. So, wir haben jetzt hier aber auch schon ein paar offene Quests. Und zwar können wir Fishing Trap machen, da müssen wir angeln. Dort könnten wir schon mal versuchen, ist aber eine zickige Situation hier auf dieser Insel, habe ich schon ein paar Mal bemerkt. Oder Be Resourceful, da müssen wir Cobblestones bearbeiten, dass wir daraus Gravel, Sand und das kriegen. Brauchen wir jeweils einmal, also 4 Cobblestones brauchen wir da. Oder das sind the Wind, da müssen wir Gravel sieben, dass wir an Erze kommen. Das zeige ich dann später nochmal. Die Smeltery müssen wir da einmal aufbauen, so ein paar Teile. Und wir brauchen einen ungebackenen Clay Bucket und einen ungefährten Ofen, Crucible. Würde ich sagen, machen wir doch dann erstmal hier die Aufgabe, dass wir einen Fisch fangen, ne? Ja. So, dann schauen wir mal, dass es jetzt klappt. Ah. Ja. Ich frage jetzt gar nicht, wo der jetzt hingegangen ist. Wahrscheinlich weiter geschwommen. Na? Boah, scheiße, dieses. Das Angeln hier. Es gibt keine richtige Stelle, wo der schwimmt. Aha.
Dann brauche ich mir noch ein paar neue Crocs und dann mache ich mich mal an den Baum dran. Mach das. Ich versuche da nochmal was zu angeln. Ah, zählt das jetzt schon? Also, ich bin ehrlich, als ich hier das erste Mal versucht hatte zu angeln in diesem Wasserteich, ich hatte wirklich zwei Angeln verbraucht. Also, das ist hier einfach nur beschissen gemacht mit dem Angeln. Naja, wir können ja später einen größeren See bauen. Wo weiß, was ich jetzt mal mache? Größeren See bauen? Ne, ich staue das jetzt einfach mal gerade an, dass es nicht mehr wegschwimmt. Oder klappt das jetzt auch schon so? Jawohl, er schwimmt. Packt der rum. Angeln in Minecraft, ne? So kurz für sich. Guck mal da, wie komme ich da am schlausten hoch? Hochstecken. Wie ich es mache. Oh, der macht unsere Bude kaputt. Ah, ich glaube, jetzt hat das. Ja, wir haben Fisch. Yeah. So. Einmal in diesen Scheiß-Display geangelt und nie wieder. Abgeben. Angel ist weg und jetzt ernähren wir uns nur von Karotten, ne? Genau. So, jetzt können wir uns hier aussuchen, welchen Reward-Bag wir nehmen. Ich nehme einfach mal den ersten. Ich will mein Buch finden. So, wieder ein guckt Fisch. Das tun wir mal weg. Das ist wieder ein Basic und schauen wir mal nach. Chicken Jerky! Ah, da unten, nee, die nicht. Und wir bekommen so eine Reed Fishing Award. Damit können wir, indem wir Fisch, Grashüpfer oder andere Insekten nehmen, können wir besser angeln. Schön, ich habe nämlich auch eine gekriegt. Gut. So. Survival is not tasty. Gehen wir zu meiner Lieblingsaufgabe. Wir müssen einen Sifter machen. Und du weißt, was das jetzt bedeutet. Maden. Ich gehe aufs Dach. Gut. Wir brauchen ein Fishing Net. Dann brauche ich aber dafür nochmal ein paar Strings. Hast du schon welche oder? Nee, noch nicht. Ich wollte von oben nach unten bauen. Ah, okay. Dann schauen wir mal, was ich noch für eine Quest machen könnte. Wie viele Strings brauchst du? Ich brauche eigentlich nur 5. Okay, einen haben wir noch. 4 Strings reichen. Danke. Bitteschön. Dann mache ich danach dann schon mal, fange ich mit Be Resourceful an. Dass wir dann schon mal Gravel und sowas bekommen. Hä, das war doch so, oder? Ah ne, das waren Sticks. Der Fishing Rod von Mine Factory Reloaded? Okay, ja, machen wir mal ein paar mehr. Wusste ich auch nicht, dass sie eine Angel haben. Und wir haben den Sifter. Schön. Was ist die Sachbearbeitung?